GeoTV begrüßt Sie hier in Brühl bei Heidelberg. Am 29. März 2012 haben dort die ersten Bohrungen des tiefen Geothermie-Projektes begonnen. Nachdem das Vorhaben vor rund 3 Jahren eine breite Zustimmung erfahren hatte, ist die Stimmung in der Bevölkerung mittlerweile zwiegespaltener. Wir haben die Bürger quer durch verschiedene Altersklassen gefragt, was sie dabei bewegt. GeoTV wollte wissen, wie die Betroffenen einer Gewinnung von Energie aus der Tiefe gegenüberstehen. Eigentlich hätte ich erstmal nichts dagegen. Das Problem ist nur, wenn wir da runterbohren und es gibt Risse in den Häusern, dann ist das genau das Problem, was die Leute hier haben, weil die Entfernung von Brühl bis zu dieser Bohrung, ich weiß nicht, gefühlte 500 Meter Luftlinie, also das ist das Problem, was die ganzen Leute haben. Man holt Energie von unten raus, es entsteht vielleicht ein Hohlraum, es gibt Erschütterungen und dann haben wir das Problem hier. Die Häuser bekämen Risse und was weiß ich alles, die da viel Schäden davor tragen. Ich sag mal so, man soll alle Alternativen, die zur Verfügung stehen, ausnutzen, wenn es möglich ist. Wir haben das Problem im Ausstieg aus der Kernkraft und es müssen Alternativen gefunden werden. Ich finde es eigentlich ganz okay, weil die Welt ist eigentlich nicht unendlich. Ich finde es eigentlich gut, dass sie jetzt mal anfangen. Also ich finde es nicht gut. Nee, warum? Weil man da ja schon viel gehört hat. Und ja, finde ich nicht gut. Naja, wenn da alles gebohrt wird, aufgemacht wird und alles Geld hat, hofft man doch, dass da nichts vorkommen tut. Mit den Häusern und so. Ich meine, gut, wir wohnen ein bisschen da, aber die, wo halt da in der Nähe wohnen, gell? Wenn die da betroffen sind, da gibt es wohl dann Schadensersatz, wie sie sagen, aber trotzdem, wenn Risse entstehen, der Häuser oder sonst irgendwas, so schnell kann man das auch nicht beheben, ne? Warum nicht? Ja. Ich bin stromabhängig. Ja. Nee, also solange es in Ordnung ist und solange irgendwie keine Schäden oder so, oder können es von mir aus so tief bauen, wie sie wollen. Also so viel habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt jetzt, aber also ich sehe halt eher die Nachteile, was die Folgen sind. Ja, ist ja besser als Atomkraft. Grundsätzlich, wenn es eine Alternative ist, um alle zu versorgen, positiv natürlich. Zu Hause bei mir habe ich auch Erdwärme, auch aus der Tiefe. Je mehr wir die Umwelt schonen, desto besser. Ich habe 2 kleine Kinder. Ja, für die möchte ich halt eben noch, dass noch Natur erhalten bleibt. Ja, von dem her also befürworte ich schon das. Aber wie es halt in Realität bezogen ist, ist die andere Frage. Zukunft, alles für die Zukunft, alles für die Zukunft, das ist recht und ordentlich. Aber, und Fortschritt muss auch sein, aber nicht vor meiner Haustür, bitte woanders. Ja. Wenn das alles so wäre, wären wir heute noch auf der Bäume wahrscheinlich. Ne? Also prinzipiell ist es ja im Prinzip eine gute Sache. Warum nicht? Ich meine, besser als irgendwelche Kohlekraftwerke, die CO2 in die Umwelt pumpen. Also grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee, ganz klar. Ich bin sehr dafür, für alternative Energien, wo immer die auch herkommen. Nur die Sicherheit unseres Eigentums, wozu wir jetzt gehören, muss gesichert sein. Aber gut, man muss ja nach neuer Energie muss man ja suchen. Das ist ja das Hauptproblem. Man muss ja an unser Enkel und Urenkel denken. Aber man hat halt noch nicht so hohe Erfahrungswerte. Da in anderen Bundesländern ja auch schon so wie Geothermie gebaut worden ist und da halt sehr große Folgeerscheinungen waren durch auch also die Häuser haben Risse bekommen gehabt und es ist ja auch so, dass dann Schadstoffe mit rauskommen, also durch Geothermie in die Umwelt geschleudert werden sozusagen. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken von wegen, dass hier Brühl irgendwie absackt und die Häuser Risse bekommen. Nee, glaube ich nicht. Die zweite Frage. Welche alternative Energiegewinnung sehen Sie nach dem Atomausstieg? Langfristig keine. Kurzfristig sehe ich den Atomausstieg als deutlich zu früh an. Weil die Versorgung nicht gewährleistet ist mit alternativen Energien, jedenfalls nicht ausreichend für die Bevölkerung. Das heißt, der Schluss kann nur sein, wir kaufen woanders Atomstrom ein. Ja, die Windräder da, die große, wo die Strom erzeugen. Ne? Ja, Atomausstieg, das muss sein. Das haben wir keine andere Lösung. Ach so, der Abfall auf dem sitzen wir. Also ich denke, Solar wird jetzt nicht unbedingt der Renner sein, weil es halt die Sonne nur tagsüber scheint. Und ja, Windkraft vielleicht, wenn man halt irgendwelche Pumpspeicherkraftwerke hat.
Ansonsten, also ich habe eigentlich prinzipiell auch nichts gegen Atomstrom, ehrlich gesagt. Weil wenn wir jetzt den Atomstrom abschaffen, dann kommt der Atomstrom aus Polen und dann soll er lieber aus Deutschland kommen. Die Alternativen, die haben wir eigentlich schon. Wir haben Photovoltaik, wir machen Windenergie, Wasserkraft. Die nordischen Länder, die haben diese Speicherreserven. Es gibt ganz Afrika, die Sahara, für Solarenergie. Also ja, regenerative oder diese Umweltenergien, die reichen uns schon. Von der, wenn man jetzt von den Millionen Menschen ausgehen würde, ob das halt eben jetzt von der Natur aus gewonnen werden kann, die Energie in der Menge, die wir verbrauchen, ist halt ein bisschen fraglich. Solar auf jeden Fall und Windenergie. Die Natur, Wind, Sonne, Wasser, alles das, was uns zur Verfügung steht, was die Natur uns gibt, da sollte man natürlich richtig einsteigen. Ne? Ja gut, wir haben die Windkraft, wir haben Solar. Warum soll man jetzt auch in die Erde gehen? Ja, das wäre die Geothermie, ganz klar. Das sind unsere Kohlekraftwerke, die wir noch haben. Und Windenergie zum Beispiel, gibt es ja auch riesengroße Anlagen, die gebaut werden. Nur das bedeutet ja auch wieder, dass Landschaften zerstört werden dadurch. Also ich bin da immer sehr im Zwiespalt und überlege lange, was es geben könnte, aber wo eine optimale Energiegewinnung ohne Opfer bringen zu müssen, gibt es für mich, für meine Meinung nicht. Die Unsicherheit in der Bevölkerung aufgrund von Fehlern in der Vergangenheit veranlasste uns, die Frage zu stellen, ob die Bürger an einen verantwortungsvolleren Umgang von Politik und Industrie bei der Energiegewinnung aus der Tiefe glauben. Ja, ich glaube, das ist noch nicht ganz so ausgegoren. Es sind viele einzelne Meinungen, aber was gesamtpolitisch zu sehen, kann ich nichts für die Zukunft erkennen. Das glaube ich jetzt nicht. Es war von vornherein zu schnell entschieden, meiner Meinung nach, ohne die Hintergründe genau auszuloten, bin ich der Meinung. Und ich denke, dass jetzt, was ich aus der Presse weiß, wir waren jetzt 6 Wochen in Urlaub, dass die Gemeinderäte, vor allen Dingen CDU-Gemeinderäte, jetzt doch darüber nachdenken, wie sie jetzt mit der Zustimmung umgehen. Verantwortungsvoller Umgang von Politik und Industrie, glaube ich, glaubt keiner mehr. Letztendlich geht es um großes Business, hier geht es um viel Geld. Da ist es erstmal, ich weiß nicht, ob in Brühl überhaupt mal eine Befragung stattgefunden hat, ob das die Bürger wollen hier so in der Nähe. Also von daher glaube ich es eher nicht. Ja, das ist so eine zweischneidige Sache immer. Also zu sagen, okay, ob ich denen glaube, gesagt wird viel, was getan wird. An dem wird also dann die Politik gemessen, denke ich am Endeffekt. Ne? Ich kann also nicht sagen, was dabei rauskommt. Getan werden muss was, das weiß jeder. Aber was am Endeffekt von unserer Politik entschieden wird, in welche Alternativen investiert wird und was dabei rauskommt, das ist die Zukunft. Also ich glaube schon, weil ich will nicht, dass das Gleiche wie in Landau oder so also widerspiegelt hat. Aber ich glaube schon, Sie haben dadurch ein bisschen was gelernt. Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht, ob die verantwortungsvoll sind. Grundsätzlich ist ja Wirtschaft immer daran orientiert, Geld zu verdienen. Und die Politik ist immer daran orientiert, an der Macht zu bleiben. Also werden sie sich verbünden. Ach, ich denke, ich glaube nicht. Glauben Sie nicht? Nö. Warum nicht? Weil ich denke, wenn das schon mal passiert ist, da können die ja vorher auch nicht gewusst haben. Nicht? Nicht ganz. Die bekriegen sich doch gegenseitig. Jetzt speziell in Brühl jetzt. Ich weiß ja nicht, wie die Messungen da jetzt waren, aber anscheinend waren die noch in Ordnung. Aber ich meine halt, wenn dadurch noch Schäden in der Umgebung oder so entstehen, dann finde ich es halt nicht gut. Aber solange das in Ordnung geht, kann man schon einigermaßen tief bohren. Und also das denke ich eher nicht. Ich denke, welches halt eben günstiger ist, dementsprechend werden sie halt eben auch das nehmen. Na, nicht unbedingt. Also ich meine, es gibt so viele Dinge, die immer wieder falsch gemacht werden. Also ich glaube, das liegt immer daran, an den Interessen der Gruppen, die viel Geld zahlen. Das Unternehmen kenne ich zu wenig. Ich hoffe nur, dass sie auch verantwortungsvoll damit umgehen. Ich traue ja diesen Unternehmungen, weil sie ja auch unter Aufsicht stehen, einiges zu. Nur dazu kann ich jetzt weiter gar nicht sagen.
was ich denen zutraue, ob ich denen vertraue oder so, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann natürlich die Anwohner verstehen, das ist ganz klar. Wenn man das, der Standort ist schlecht gewählt. Der ist zu nah an der Schule, an der Häuser. Man kann es aber nicht abschätzen. Also ich glaube, die Erfahrungswerte, wie man bohren muss, damit es keine Erschütterungen gibt, die kann ja heute noch gar keiner sagen. Das heißt, wir sind hier sozusagen das Kaninchen im Rädchen. Wir sind so Testobjekt hier in Brühl, wie auch in Speyer oder wo, was weiß ich, wo sie das machen. Ja, die werden das alles guten Gewissens machen. Und wenn später was passiert, dann hat man halt neue Erfahrungen gesammelt. Also wir sind halt erst noch in der Erfahrungsphase. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, war das in Freiburg oder in der Freiburger Gegend. Und da hatte das, glaube ich, auch mit dem Erduntergrund zu tun. Ich glaube, dass, wenn man das berücksichtigt, kann man mit Erdwärme eine Menge anfangen. Die dritte Entlastungsbohrung ist ja nicht immer genehmigt, ne? Die sogenannte Entlastungsbohrung. Soll ja noch eine dritte kommen, als Entlastung für den Überdruck, ne? Und die ist noch nicht durch. Wenn alles gut läuft, ja, kann man nur sagen, Bingo, alles gut gelaufen. Ja? Weil die Energie aus der Tiefe, die uns nichts kostet, ist natürlich klar. Wir müssen ja alles anzapfen, was wir brauchen. Ja. Kein Thema. Aber dann muss man es vielleicht transparenter machen, weil die Plakate hängen hier schon sehr, sehr lange. Und die öffentliche Meinung, glaube ich, hier bei vielen ist halt erstmal dagegen. Ich weiß nicht, wenn man schon 1000 Meter in die Tiefe bohrt, dann muss man das nicht unbedingt 500 Meter von der Gemeinde machen. Also klar, Brühl will vielleicht dieses Projekt in der eigenen, im eigenen Raum haben, ja? Aber es gibt ein bisschen mehr Abstand, da kommen sie genauso da unten hin. Nur dann hätte halt Brühl keine Einnahmen. Darum geht es natürlich auch.